Guten Morgen. Ich weiß nicht, ob das Mikrofon doch funktioniert. Merk's gerade. Also, das ist das Thema. Wir vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie, wir haben uns etwa vor einem halben Jahr, ist kein halbes Jahr her, damit begonnen, uns mit Mapnik zu beschäftigen und haben erste Experimente gemacht und Karten abgeleitet aus amtlichen Geobasisdaten. Und das Verfahren, das wir dabei praktiziert haben, das möchte ich Ihnen vorstellen. Ich will nur mal kurz zurückgehen in die Vergangenheit, weil aus der Welt hier, die man hier angedeutet bekommt, aus der komme ich. Und jetzt will ich nur mal in die Runde fragen, hat jemand von Ihnen oder wer von Ihnen hat mit diesem Instrument schon mal Karten hergestellt? Hand hoch. Immerhin. Ich sehe zwei Hände für die anderen. Ja, okay, das ist ein Gravurring. Und mit diesem Gravurring wurden auch beim Bundesamt für Kartografie und Geodäsie so circa bis 1990 Karten hergestellt. Der Gravurring, der hat vier Füße, zwei sieht man nicht. Diese Gravurringe, die haben hier unten eine kleine Kugel. Und mit diesen Füßen gleitet der Gravurring über diese Folie. Auf dieser Folie, eine Gravurfolie, ist ein Anhalt aufgebracht. Und an dieser Stelle setzt man in den Gravurring einen von diesen Sticheln ein, einen Gravurstichel, und ritzt eine Linie in diese Folie. Das Ganze wird dann reprotechnisch weiterverarbeitet. Und es gibt sehr viele Schritte. Das ist also ein Gravurring. Dazu würden wir sagen, das sind Gravurstichel. Jeder dieser Stichel dient zum Gravieren einer anderen Linie, einer anderen Linienstärke. Es gibt Stichel, das kann man ungefähr erkennen, die erzeugen eine einfache Linie. Es gibt aber auch Stichel, das kann man hier vielleicht erahnen, die sind sehr breit, die erzeugen bis zu drei Linien gleichzeitig. Und hier unten, da liegt einer dieser damals verwendeten Stichel, da stehen die Maße drauf, 20, 50, 10. Und das bedeutet, dass damit eine doppellinige Straße zu erzeugen war, mit diesen Maßen eine Kontur von 0,2 mm, eine lichte Weite von 0,5 mm und die andere Kontur, die war etwas dünner. Das ist etwas, das Mapnik meines Wissens bis heute nicht kann. Wollte man so etwas mit Mapnik realisieren? Ja, kann's nicht. Wollte man so etwas mit Mapnik realisieren, also eine einfache Straße, jetzt nur mal so als Beispiel, da erstellt man in einer dieser Styling-Dateien eine Regel. Diese Regel, die würde jetzt angewendet werden für meinetwegen, wenn es ein Attribut gäbe, Straße, dann würde das Ganze gelten für die Nebenstraßen. Man würde eine erste Linie zeichnen, diese Linie wäre schwarz und meinetwegen 7 Pixel stark, und man würde eine zweite Linie darüber legen und diese Linie wäre meinetwegen weiß und wäre etwas schmäler, und damit hätte man im Ergebnis auch eine doppellinige Straße erzeugt. Das Ganze ist in Wirklichkeit etwas komplizierter. Ein paar Worte über uns. Wir sind tätig auf zwei Feldern im Bereich der Geodäsie. Da wirken wir mit beim Aufbau, bei der Realisierung von geodätischen Referenznetzen der Bundesrepublik, und zwar Referenznetze für Lage, Höhe und Schwere. Wir sind beteiligt beim Aufbau entsprechender europäischer und globaler Bezugssysteme. In der Abteilung Geoinformationswesen, da arbeiten wir mit beim Aufbau einer nationalen und europäischen Geodateninfrastruktur. Und das Ganze machen wir, indem wir insbesondere Geobasisdaten mittlerer und kleiner Maßstäbe bereitstellen. Das Ganze beginnt bei uns bei dem Maßstab 1 zu 200.000 und geht dann bis zum Maßstab 1 zu 1 Million. Ja, und dann haben wir noch ein Geodatenzentrum in Leipzig, und über dieses Geodatenzentrum werden Geobasisdaten aller Maßstäbe beginnend ab, wenn man die Autofotos mit dran nimmt, dann sind es sehr große Maßstäbe sogar. Also letzten Endes sind es alle Maßstäbe, auch die Daten der Länder, die werden über das Geodatenzentrum bereitgestellt, zum einen für Einrichtungen der Bundesverwaltung, aber auch für Dritte. Und zwar können, Dritte diese Daten dann über das Geodatenzentrum beziehen, wenn diese Daten länderübergreifend sind.
Jetzt will ich Folgendes machen, nur wenige Worte zu unserem Haus. Und ich will Ihnen diese Daten zeigen, die eigentlich entstanden sind. Jetzt ist auf diesem kleinen Laptop hier der Map-Proxy installiert. Und ich kann in einige Daten hineinschauen, damit Sie eine Vorstellung haben von dem, was da passiert ist. Ich habe also hier nicht ganz Deutschland, allerdings in diesen ersten Zoom-Stufen, da sieht man dann schon, wie soll ich sagen, jeweils ganz Deutschland. Ich gehe nochmal raus und zeige Ihnen einfach mal kurz die Standorte vom Bundesamt für Kartografie und Geodäsie. Wir sind also zum einen in Frankfurt und gehe jetzt einfach mal in Frankfurt bis zu der Zoom-Stufe, wo man unsere Gebäude sieht, bis hierhin, bis zu diesem Maßstab, bis zu dieser Zoom-Stufe, da wurde das digitale Landschaftsmodell 1 zu 250.000 verwendet und jetzt erfolgt ein abrupter Wechsel und zwischen diesem Maßstab 250.000 und dem Basis-DLM, da ist ein großer Sprung und jetzt schauen wir schon auf die Daten vom Basis-DLM und was hier ebenfalls schon eingebunden wurde, das sind die Hausumringe, die in dieser Form nicht Bestandteil sind vom Basis-DLM, das ist ein getrennter Datensatz. Und jetzt sind wir in dem Areal, wo auch unsere Behörde sitzt. Das ist hier der Fall und jetzt gehe ich noch näher dran. Und in dieser höchsten Zoom-Stufe, da sind wir jetzt angelangt, da sieht man die Hausumringe mit allen Details eines Gebäudes und man sieht die Hausnummern. Jetzt gehe ich doch nochmal schnell, Entschuldigung, zu uns. Das ist also die sogenannte Villa Mumm. Und das ist der B-Bau, in dem Sinn, in dem Fall wir zu Hause. Das ist die Dienststelle in Frankfurt am Main. Jetzt wechsle ich mal ganz schnell. Ja, noch eins raus. Nach Leipzig. In Leipzig ist das Geodatenzentrum. Ja, das sind wir hier. Was man ja auch noch sieht, das ist, nur weil man es im Moment gerade bemerkt, das sind Landschaftsnamen. Diese Landschaftsnamen, die entstammen wieder einem anderen Datensatz, das ist die Karte 1 zu 1 Million. Und jetzt wechsle ich nochmal, ich wechsle mal auch die Art der Darstellung und präsentiere Ihnen hier auch gleich die verschiedenen Farbvarianten. Wir können die Karte darstellen in dieser Normalansicht, meinetwegen wir sagen dazu Volltonvariante, in einer Halbtonvariante, wo man jetzt thematische Daten, wie soll ich sagen, drüberlegen könnte und die könnte man besser erkennen, in einer Graustufenvariante und in einer Schummerungsvariante. Um die Schummerung allerdings wahrzunehmen, müssen wir dann doch in eine Gegend gehen, wo sich's lohnt. Und wir gehen jetzt zunächst mal in den Bayerischen Wald. Da sitzen nämlich die Kollegen von der Abteilung Geodäsie und die unterhalten für die Durchführung ihrer Arbeiten im Bayerischen Wald ein geodätisches Observatorium. Wir sind jetzt hier, da unten ist Regensburg und wir gehen jetzt rüber in den Bayerischen Wald. Da ist dieser Ort Viehstach und hier ist Bad Kötzting und dazwischen ist dieser kleine Ort Wetzel. Und dieses geodätische Observatorium der Kollegen ist in diesem klitzekleinen Ort Sackenried. Ich zeige nur noch mal einen Ausschnitt aus der Gegend um Freiburg, damit Sie diese Schummerung sehen können. Die Schummerung ist generiert worden aus dem digitalen Geländemodell, digitales Geländemodell mit einer Gitterweite von 10 Meter. Jetzt gehen wir doch mal rein. Da hat man so einen Eindruck, jetzt sind wir auch noch im Glottertal gelandet. Ja, und so sieht das Ganze aus. Nur, dass man da mal einen Eindruck hat. Da hört die ganze Geschichte dann auf. Wie gesagt, ich habe nicht alle Daten hier. Wir können noch eins weiter rein. Und ich blätter einfach mal durch die ganze Geschichte. Ich weiß nicht, ob man es aufgrund der Helligkeit wahrnehmen kann, ob man überhaupt das Bild dieser Schummerung sieht. Aber man hat einen kleinen Eindruck bekommen von der Geschichte. Okay. Jetzt gehen wir nochmal zurück zu den Folien. Das war also unser Ziel gewesen. Wir wollten Kacheln rendern für einen Webmap-Tile-Service, für einen performanten Webmap-Service. Die Art von Karten sollten, ich habe sie mal genannt, topografische Webkarten, sie sollten den üblichen topografischen Karten ähnlich sehen.
Eingesetzt haben wir Mapnik. Mit Mapnik wollten wir die Kacheln vorprozessieren. Und wir haben uns beschränkt zunächst mal auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland, wollen das Ganze allerdings erweitern um einen Saum um die Bundesrepublik herum. Die Daten, die wir benutzt haben, das waren alles amtliche Geobasisdaten der Länder und des Bundes. Das ist das digitale Landschaftsmodell, das wir eingesetzt haben, aber auch das digitale Landschaftsmodell 1 zu 250.000, das von uns stammt. Wir haben eingesetzt einen Datensatz georeferenzierter Adressdaten Bund, um die Gebäude mit Hausnummern zu versehen. Das ist also praktisch identisch mit den Hauskoordinaten der Länder. Dann haben wir verwendet die amtlichen Hausumringe, die Adressdaten hier, das ist ein Datensatz von 22,5 Millionen ja, Adressen. Die Hausumringe, das sind meines Wissens um die 50 Millionen Gebäude. Verwendet haben wir auch weitere Daten, die aus unserem Haus stammen, Verwaltungsgrenzen, 1 zu 250.000, geografische Namen und für das Relief ein deutschlandweites Geländemodell, das wir erstellt haben, mit einer Gitterweite von 10 Metern. Zukünftig können wir auch noch an andere Daten denken, auch für Europa, und zwar für die kleineren Maßstäbe. Das ist ein Landschaftsmodell im Maßstab 250.000. Das ist ein Datensatz der Verwaltungseinheiten. Und wir haben ebenfalls bei uns im Haus erstellt ein europäisches Geländemodell mit einer Gitterweite von 50 Meter. Vorgesehen haben wir im Moment 12 Zoomstufen mit einer maximalen Auflösung von 0,4 Meter. Das war die größte Zoomstufe. Und dann haben wir uns darauf beschränkt, das Ganze zu verdoppeln, also 0,8 Meter, 1,6 Meter, 3,2. Die Kacheln oder die Karten selbst, die werden erzeugt in einer UTM-Abbildung, UTM-Zone 32. Und diese vier verschiedenen Varianten, Halbton, Vollton, Graustufen, Schummerungsvariante, wir haben sie kurz gesehen. Das ist also das Ziel, kleine Kacheln zu erstellen mit einer Kantenlänge jeweils von 256 mal 256 Pixel. Diese Kacheln haben wir erzeugt und haben sie direkt in den Cache von dem MapProxy eingespeist. Später werde ich auf folgendes Problem eingehen, wenn Sie nur mal hier drauf achten. Es wird gegebenenfalls eine Kachel erzeugt und die Beschriftung einer Ortschaft, die wird zum Teil in einer Kachel stehen, aber auch, wie soll ich sagen, in der benachbarten Kachel. Und das Ganze bringt immer wieder Probleme mit sich. Wir haben Mapnik benutzt. Was ist Mapnik? Mapnik ist eine Bibliothek zum Rendern von Karten. Mapnik ist in C++ programmiert, stellt APIs, Schnittstellen bereit für C++ und für Python. Mapnik kann eingesetzt werden in der Serverumgebung, um on the fly zu rendern bei einem Request. Wir haben allerdings Mapnik eingesetzt auf dem Desktop zum Vorprozessieren der Kacheln. Eine Karte selbst, die kann angelegt werden. Ich sag mal, rein programmatisch kann man in C++ oder in Python zugreifen auf die Eigenschaften und die verändern, Methoden einsetzen. Oder es gibt ein zweites Verfahren, das ist das üblichere. Man definiert in einer XML-Datei ein Stylesheet oder ein sogenanntes Map-File. Wir werden es gleich sehen. Und damit sind wir umgegangen, so wie es die OpenStreetMap-Gemeinde auch macht. Mapnik ist Open Source und kostenlos. Und die bekannteste Anwendung, das ist eben diese OpenStreetMap-Karte. Mapnik ist bewährt, ist erprobt beim Rendern dieser OpenStreetMap-Daten. Und wenn die ganze Welt gerendert werden kann, dann gelingt es auch mit Deutschland. In unserem Fall, bezogen jetzt auf unsere Daten und das Gebiet von Deutschland, rechnen wir im Moment mit einer Renderzeit von 14 Tagen für das ganze Bundesgebiet, alle Zoom-Stufen. Mapnik läuft auf verschiedenen Plattformen. Wir haben es eingesetzt unter Windows XP, aber auch unter OpenSUSE. Mapnik ist, oder das Verfahren, eigentlich für uns schön skalierbar. Wir können es, mehrfach starten, können es in mehreren Prozessen ablaufen lassen oder wir können mehrere Rechner gleichzeitig, beauftragen mit dem Rendern von Kacheln. Und das Konzept ist eigentlich überzeugend im Falle von Mapnik, weil eine saubere Trennung stattfindet zwischen der Datenhaltung, die bei uns weitgehend in einer PostGIS-Datenbank stattfand, der Kartengestaltung in Form von diesem Map-File und der Programmlogik, da komme ich noch drauf zu sprechen.
die Ergebnisse, die Qualität der erzeugten Karten, die ist sehr, sehr gut. Die Karten, die sind gut lesbar. Ich kann in meinen Style-Dateien Maße angeben, kleiner als ein Pixel. Und durch dieses Sub-Pixel-Rendering mit Anti-Aliasing entstehen gut lesbare Karten, die sehen wirklich sehr schön aus. Und auch die Schriftplatzierung von Mapnik, die ist durchaus gelungen. Mitunter sind die Ergebnisse auch etwas zufällig, das kann man nicht beeinflussen. Oder ich zeige Ihnen, wie ich versucht habe, dem nachzuhelfen. Das waren die Softwareprodukte, die wir eingesetzt haben. Wir haben eben auch gerechnet unter Windows XP. Wir haben insbesondere eingesetzt FME, um die Daten unserer Landschaftsmodelle, der Hausumringe und so weiter, in eine PostGIS-Datenbank zu importieren. Als Render-Engine haben wir Mapnik eingesetzt. Mapnik wurde gestartet von einem kleinen Python-Skript. Die Daten der PostGIS-Datenbank, die haben wir uns angeschaut und kontrolliert mit Quantum GIS. Das Relief, die Schummerung, die Sie gesehen haben, auch Höhenlinien, die sind gerechnet worden mit diesen Bibliotheken GEDAL, und Höhenlinien wurden in eine PostGIS-Datenbank geschrieben mit OGR to OGR. Und diese erzeugten Schummerungen, die habe ich noch etwas nachbearbeitet, indem ich einfach diese Bibliothek hier eingesetzt habe. Die Schummerungen wurden insbesondere aufgehellt, so dass man sie kombinieren konnte mit dem Kartenbild. Und die ganze Geschichte, die habe ich in meinem Fall, zusammengefasst, automatisiert mit einer kleinen Visual Basic Anwendung. Das ist die Definition einer Karte. Und in diesem Map-File oder in diesem Style-Sheet, da wird beschrieben, der Kartenaufbau. An der Stelle wird insbesondere genannt das Koordinatenreferenzsystem der Karte. Es werden anschließend aufgezählt die Layer, die in dieser Reihenfolge gezeichnet werden. Und wenn Sie manche Layer-Namen hier sehen, dann die sich auskennen, die werden sich erinnert fühlen an das Rendern von OpenStreetMap-Daten. Ich habe mein Beispiel daran genommen und habe zunächst mal geguckt, was macht die OpenStreetMap-Welt, und habe viele Begriffe einfach beibehalten, damit ich es lerne. Ja? Aber es waren trotzdem unsere Daten. Okay. Und diese Layer selbst, also das ist übrigens die ganze Datei, mehr ist es nicht. Und die einzelnen Layer, die werden jetzt allerdings getrennt beschrieben in externen Dateien. Und wir gucken da mal rein. In diesen einzelnen Style-Sheets, da gibt es immer die Definition von Layern. Und ein Layer beschreibt letzten Endes, woher die Daten kommen und mit welchem Stil die Daten dargestellt werden. Es gibt also hier einen Layer Buildings, und dieser Layer Buildings, der wird später gezeichnet mit einem Style, der sich ebenfalls so nennt. Die Daten selbst, die kommen aus einer bestimmten Datenquelle. In diesem Fall war es eine PostGIS-Datenbank. Und die Datenbank, die trägt diesen Namen, und die Tabelle, die heißt Hausumringe BRD. Mapnik kann Folgendes machen. Mapnik kann ohne die Angabe eines Extents zugreifen auf die PostGIS-Datenbank und die Abfrage generieren. Aber Abfragen, bei denen ich keinen Extent vorgebe in Form von Koordinaten, die dauern relativ lange. Die Abfragen an die Datenbank kann man erheblich beschleunigen, indem man den Extent der gewünschten Kachel in dem Koordinatenreferenzsystem der Datenbank jeweils angibt. Und insbesondere habe ich mit meinem Visual Basic Programm die Angaben von diesem Extent jeweils von Kachel zu Kachel geändert. Ja, dann gibt es auch die Möglichkeit, innerhalb dieser Layer nochmal Abfragen zu definieren, indem man SQL-Statements letzten Endes formuliert. Man kann also sagen, zum einen, welche Objekte dieser Datenbanktabelle sollen dargestellt werden, indem hier beispielsweise steht, es soll zurückgegriffen werden auf eine bestimmte Tabelle, und die Landnutzung, die soll jetzt sein, Weingarten, Hopfen, Streuobstwiese und so weiter. Also man kann auch die Auswahl nochmal in dieser Layer-Definition einschränken. Dann wird definiert ein Grafikstil, und dieser Grafikstil beschreibt, wie die Objekte dargestellt werden sollen. Und ganz oben haben wir jetzt ein Beispiel. Da wird ein Style definiert, Land Use Overlay,
und ich definiere am Anfang einen Filter und sage, wenn der Hopfen darzustellen ist, dann soll der Hopfen dargestellt werden in ganz bestimmten Zoom-Stufen. Und ich verwende jetzt einen sogenannten Symbolizer, und in diesem Fall ein Polygon Pattern Symbolizer, der macht Folgendes, der greift zurück auf eine kleine PNG-Datei, da ist das Symbol definiert, und der wiederholt jetzt dieses Symbol in einem Polygon eines nach dem anderen, also eine erste kleine PNG-Datei, eine zweite, eine dritte und so weiter, so sieht die einzelne Datei aus, und wenn dieses Pattern gefüllt ist, dann entsteht der Eindruck ja von einem Hopfenfeld. Das ist also dieser Polygon Pattern Symbolizer. Im unteren Fall ein einfacher Polygon Symbolizer, der einfach nur ein Polygon kreiert. Und das Polygon, das hat jetzt in diesem Fall diese Farbe. Die Farbe, die ist deklariert in einer eigenen Datei und wird referenziert über sogenannte Entitäten. Und unten, ja, in dem Fall ist es also dieses Gebäude, das wird gezeichnet mit Hilfe eines Polygons und zusätzlich mit einem Umring um das Polygon. Und hier in diesem Fall hat diese Linie um das Polygon herum eine Stärke von 0,2 Pixel. Hier sieht man mal an diesem Beispiel, welche Symbolizer eingesetzt werden können für das Rendern verschiedener Objekte. Beispielsweise dieses Parkplatzsymbol wird generiert über einen Point-Symbolizer. Das normale Polygon für Siedlungsflächen oder Gebäude oder Wälder und so weiter über einen Polygon-Symbolizer. Den hat man eben kurz beschrieben, den Polygon-Pattern-Symbolizer, der hier diese Sumpffläche generiert hat. Texte werden mit dem Text-Symbolizer erzeugt. Die Schummerung, die kann integriert werden über einen Raster-Symbolizer, in dem verwiesen wird auf ein GeoTIFF. Die Straßennummer ist erzeugt worden über diesen Shield-Symbolizer und die ganz normalen Linienelemente, da gibt es jede Menge, Straßen, Höhenlinien und so weiter, die werden erzeugt über diesen Line-Symbolizer. Und den Aufbau dieser Karte, den will ich jetzt mal kurz durchspielen. Vorher haben wir noch dieses Map-File in Erinnerung. Da wird zunächst mal der Layer der Landbedeckung gezeichnet. Das ist eigentlich der Ablauf des Renderns. Danach habe ich hier die Gewässer gezeichnet und die Höhenlinien. Es kamen die Gebäude hinzu, die Straßenkonturen, darüber dann die Straßenfüllungen und zum Schluss die Schrift und ja, in einer besonderen Ausgabe noch die Schummerung. Mit FME habe ich die Blattschnitte konstruiert, letzten Endes dieses Kachelsystems, das wir verwenden wollen, und habe mit FME pro Kachel einen Datensatz in eine PostGIS-Datenbank geschrieben, und da geht daraus hervor die Zoom-Stufe, die Blattnummer, die Kachelnummer. Es gehen daraus hervor in Rot die UTM-Koordinaten der Bounding Box dieser Kachel. Und die blauen Zahlen, das sind nochmal die Koordinaten der Bounding Box in der sphärischen Mercator-Projektion. Und mit Visual Basic habe ich insbesondere Folgendes gemacht. Ich habe in diesen Steuerdateien von Mapnik, habe ich jeweils mit meinem Programm die Datenquelle variiert. Je nachdem, in welcher Zoom-Stufe ich war, habe ich auf andere Datenbanken zugegriffen. Je nach Farbvariante wurde mal ein Layer eingeschaltet, mal ein Layer ausgeschaltet. Ja, den Extent habe ich jeweils verändert und so weiter. Und in meinem Python-Skript, in diesem kleinen, das sich da in der OpenStreetMap-Welt nennt, Generate Image, da habe ich ausgetauscht den Namen der Kachel, die zu rendern ist, die Koordinaten der Bounding Box, die dargestellt werden sollen, ja, solche Dinge. Und dieses Python-Skript, das hat dann letzten Endes Mapnik aufgerufen, und im Python-Skript wird diese Karte, diese XML-Datei, hier in diesem Fall Karte XML, aufgerufen und das Rendern letzten Endes beginnt und das Bild entsteht. Wer schon mal solche Kacheln erzeugt hat, der wird mit folgendem Problem immer wieder konfrontiert, dass Labels nur teilweise dargestellt werden, dass sie in einer Kachel, meinetwegen jetzt dieses Hamburg, in einer Kachel steht das Wort noch drin, in der Nachbarkachel fehlt dieser Schriftzug. Man kann sich behelfen, oder das muss man letzten Endes tun, indem man beim Rendern
dieser Kachel, um die geht's jetzt hier beim Rendern, dieser Kachel muss man letzten Endes auch die Daten berücksichtigen, die sich außerhalb der Kachel befinden, damit das Wort Hamburg anschließend da drin steht. Man muss also diesen Extent letzten Endes abfragen bei der Datenbank, obwohl nur der innere Bereich letzten Endes später zu sehen ist in der Kachel. Aber wenn man das macht, dann gelingt's auch mit dem Rendern dieser Schriften. Das Ganze kann man angeben über einen Parameter Buffer Size, den habe ich hier jetzt mal angegeben, mit 512 Pixel. Und wenn man allerdings diesen Parameter Buffer Size angibt, muss man eben auch diesen entsprechenden Extent bereitstellen, sonst nützt die alleinige Angabe von Buffer Size nicht. Das Problem, das entsteht umso häufiger, wenn man nur kleine Kacheln rendert. Wenn man ausschließlich die kleinen Kacheln rendert, ja, da werden Sie umso häufiger mit diesem Problem zu tun haben. Deswegen haben wir Folgendes gemacht. Wir haben große, ich sag mal, Meterkacheln gerechnet. Wir haben Kacheln gerechnet mit einer Größe 2560 mal 2560 Pixel, haben die anschließend nach dem Rendern erst unterteilt in 100 kleine Kacheln und haben diese Kacheln direkt dann in die Verzeichnisstruktur von dem MapProxy geschrieben. Das hat folgenden großen Vorteil. Man hat wenigstens innerhalb dieses großen Bereichs nicht das Problem der abgeschnittenen Labels. Man minimiert das Problem zumindest. Es kann allerdings immer noch auftreten am Rand von so einer großen Kachel. Und dieser Extent, der kann natürlich jetzt unterschiedlich gewählt werden. Für die Layer, die beschriftet werden sollen, da muss ich einen größeren Extent wählen. Aber andere Layer, die nicht beschriftet werden, da genügt letzten Endes im Grunde genommen ein Extent, der identisch ist mit der Bounding Box der Kachel. Ich habe allerdings die Erfahrung gemacht, es ist sinnvoll, einen etwas größeren Extent zu wählen, dass wirklich alle Vektordaten auch dargestellt werden. Mit FME haben wir die Daten in eine PostGIS-Datenbank importiert. Mit FME haben wir diverse Vorverarbeitungen der Daten durchgeführt. Es geht vielleicht zu weit, wenn ich Ihnen jetzt alles zeige. Ich wechsle einfach über zu verschiedenen Beispielen für diese FME-Vorverarbeitung. Das Basis-DLM beispielsweise ist kein kartografisches Modell. Und damit es später zu weniger Konflikten kommt beim Beschriften von Objekten, habe ich mit FME beispielsweise Folgendes gemacht. Ich habe mir ausgerechnet, wo es mit großer Wahrscheinlichkeit zu Beschriftungskonflikten kommen wird, weil sich die Schriften eventuell überlagern, und habe die Punkte in entgegengesetzte Richtung jeweils verschoben. Nur damit die Beschriftung, wie soll ich sagen, konfliktfreier platziert werden konnte. Oder in solchen Fällen, da war der Wunsch der, in einer Gemeinde gibt es beispielsweise mehrere Ortslagen, die heißen alle jetzt in diesem Fall Kronau, aber der Wunsch war der, in der Karte den Namen der größten Ortslage zu beschriften und nicht auch, wie soll ich sagen, die Schrift mehrfach zu wiederholen. Ja? Und so Dinge wurden mit FME gemacht. Oder hier ein weiteres Beispiel. Da haben wir einen Ort, Bad Vilbel, das ist der Name der Gemeinde, und wir haben zwei Ortslagen. Jetzt heißt diese Ortslage allerdings genauso wie die Gemeinde, das ist eben der Hauptteil dieser Gemeinde, und es gibt noch hier einen kleinen Ortsteil Hausen. Und ich wollte haben, dass das Bad Vilbel in diesem Fall nur einmal erwähnt wird, nämlich als Name der Gemeinde, und dieser Name der Gemeinde sollte in der Nähe dieser Ortslage stehen. Dieser Name Bad Vilbel ist eigentlich überflüssig. Was anderes ist es im Falle von Dessau-Roßlau, da will ich zum einen den Namen der Gemeinde an irgendeiner Stelle erwähnen, zusätzlich aber noch beide Ortsteile, nämlich Roßlau und Dessau. Und all diese Dinge habe ich zuvor mit FME versucht zu lösen. Hier sieht man auch ein Beispiel, wie ich mit FME die Beschriftungspunkte von Ortslagen, ich sage mal, nach rechts oben verschoben habe, damit sie das Ortszentrum nicht verdecken. Ja. Ich überspringe mal die ganzen Geschichten. Hier sieht man nochmal, welche Werkzeuge ich eingesetzt habe zum Rendern der Höhenlinien und der Schummerung. Das war eben GEDAL und eine Nachbearbeitung, die erfolgte mit dieser Bibliothek AForgeNet. Ja. Und jetzt komme ich eigentlich zum Schluss, das kann man auch überspringen. Das sind die erzeugten Datenmengen letzten Endes. Also dieses Kachelarchiv, das wir erzeugt haben, das hat in dieser Volltonvariante eine Größe von 300 Gigabyte.
bei dieser Schummerungsvariante, da wächst diese Geschichte natürlich an, da sind es 500 Gigabyte. Die Graustufenvariante und die Halbtonvariante, die sind eigentlich genauso groß wie diese Volltonvariante. Und in der Summe haben wir es zu tun mit ja einer Datenmenge von über einem Terabyte, die im Grunde genommen ja mehrfach vorliegen, nämlich in Form dieser großen Kacheln, die wir auch aufbewahrt haben, und in Form dieser kleinen Kacheln. Also letzten Endes haben wir es zu tun mit einer Datenmenge, die ganz schnell um die 3 Terabyte anwächst. Ein allerletztes Bild, ein hoffe ich doch versöhnliches Bild. Hier sieht man gleichzeitig einen Ausschnitt vom Basis-DLM. Wir sind hier auf dem Gebiet der Bundesrepublik. Und hier sind wir in Luxemburg und hier wurde mal der Versuch gemacht, die Daten vom Basis-DLM gleichzeitig darzustellen mit den Daten von OpenStreetMap und man sieht praktisch keinen Unterschied. Es lässt sich ohne weiteres realisieren. Die Objekte gehen nahtlos ineinander über und das ist auch eine Geschichte, die wir noch untersuchen wollen, praktisch die Kombination von amtlichen Geobasis-Daten und Daten aus diesem OpenStreetMap-Projekt. Okay, das war diese Geschichte. Ich darf mich bedanken.